Willkommen zurück bei Meistens Anders und Golden Pixels. Nach den ersten Übungen mit dem Bogen geht es nun heute weiter mit Folge 11. Wir sind noch sehr weit am Anfang, um diese ganze Welt zu erkunden und um dieser vielleicht irgendwann einmal auch zu entkommen. Seht einfach selbst, was nun passieren wird. Es hat mich nicht erwischt. Bin immer ausgewichen. Ist aber nicht gerollt. Nein, bin nur zur Seite. Doch gerollt bin ich schon. Ausweichrolle. Ich rede nicht von dir. Ach so. Jetzt ist Krokodil. Ja. Ich sehe Eisenstein. Und der sieht mich. Okay. Oder die, eher gesagt. Ach so. Wie komm, bin ich mal nicht da? Gibst du dich mit einer anderen ab? Ja. Und ich zerteile sie. Okay. Ich habe ihr die Füße. Oh, ich habe ihr die Füße abgeschlagen. Und da kommt so viel Blut bei raus. So, ja. Sieht ja aus. Jetzt gehen wir zum Eisenstein, so wie ich es wollte. Damit wir mal den Eisensteinvorrat etwas auffrischen. Okay, er ist schon bei über 50% angekommen. Sehr schön. So, kaputt. Reparieren. Los. Reparier es für mich. So, haben wir wieder ein bisschen Eisenstein. Gut. Ich hätte eine Menge Ast rum. Hm. Kommt denn der Ast her? Wurde angeschwemmt. Sonst mehr Eisenstein war, glaube ich, hier gar nicht an der Stelle, ne? Nee, da ist nicht so viel ringsrum. Aloe-Blätter. Kannst du Medizin verarbeiten? Hier hinten ist ja dann überall nur Stein. Wie war das nochmal? So, tauchen. Bei mir ist es, glaube ich, C drücken. Ja, bei mir auch. Ich muss die Taste C erstmal finden. Die ist bei mir schließlich etwas anders belegt. Nicht mit Salami wie bei dir, sondern mit Käse. Mit Käse will ich es nicht unbedingt haben. Ja, deswegen habe ich das ja. Damit du es nicht machen musst. Gut. So, ich bin sagen wir mal ja. Oh, hier haben wir noch ein bisschen was. Ja, ringsrum verteilt, sondern noch so ein kleines bisschen. So, dann geht's hier hoch. Da kommen wir ja der neuen Rüstung doch schon mal ein Stück entgegen. Schon wieder eine neue Rüstung. Eine starke Rüstung. Wir haben die Rüstung das letzte Mal gar nicht fertiggestellt. Achso, okay. Ich weiß schon gar nicht mehr, was das letzte Mal war. Na du, was willst du? Oh, da weichst du aus. Kann ich auch. Au! Oh. Der hat einen Totenkopf. Ja, hab ich gemerkt. Aber erst, als er schon angerannt kam. Hast du dem schon wieder die Füße abgeschlagen? Ja, das wird heute vielleicht so ein Hobby von mir. Anscheinend. Ich sammle Füße. Hängst du die dann als Kette um den Hals? Wird ein bisschen schwer. Ist hier oben noch mehr? Ich sehe gerade erstmal nicht so. Ich möchte erstmal ins Inventar. Ich habe hier ja was bekommen. Mittelschwere Handschuhe habe ich bekommen. Mhm. Oh, die sehen nicht schön aus. Aber 37 Eisenstein. Das ist doch schon mal ein bisschen was.
hat der Ausflug doch mal was gebracht. Jo. Bei mir ist er bei 60%. 60 für all diejenigen, die es nicht verstanden haben. 60%. Ich glaube, es geht bald die Sonne unter. Es wird nämlich dunkel. Da ist ein Kaninchen. Noch ein Kaninchen. Oder ist es ein Hase? Da drüben ist eine Basis. Da ist ein Wachposten zu der Basis. Headshot. Und dann ins Knie. Daneben. Ey, schieß nicht zurück. Das ist fies. Pass mal auf, wenn er noch Giftpfeile hat. Bin ich erstmal hinterm Baum. Kann sie aber auch hochklettern. Oh Mann. Der nervt mich. Ja, wer hat denn den Streit jetzt angefangen? Komm, ein Schlag noch. Zumindest der eine, der Bogenschütze lebt ja noch. Müssen ihn aber auch treffen. So, jetzt. Bogenschütze, wie sieht's mit dir aus? Wollen wir nochmal Bogenschützen-Duell machen? So, ich schieße aus dem Gestrüpp heraus. Ich glaube, der ging daneben. Versteckst dich einfach im Gebüsch. Ja. Offen. Den habe ich auch erledigt. Gibt's jetzt ein bisschen Tierhaut? Tierhaut vom Menschen. So, jetzt komme ich hier in das Lager rein. Anscheinend. Das ist das Lager oben auf dem Stein drauf? Ja. Der Überführung? Tanzt einer. Das ist ein Tempel, wie es aussieht. Den Tänzer lassen wir mal. Von dem hast du nichts zu fürchten. Oh doch. Kommen alle. Oh, die sind zu viert. Lalalala. Ja? Nicht bis sind zu fünft. Die sind zu fünft. Dann lauf. Kaninchen, helft mir. Die sind zu fünft. Oh, ich glaube, sie sind wieder weg. Ich habe es tatsächlich dazu zugebracht, die ganze Nacht hier oben, also. Wenn es sonst nicht ist. Kommen wir mal wieder hier runter. Also 5 war dann doch ein bisschen viel. Oh, genau. Aber die hören ja auch irgendwann auf, ne? Ja, die sind ja nicht mehr mir hinterhergerannt. War da irgendwo Krokodil, ne? Ich hab's doch schon Knurren gehört. Vielleicht was denn Magen, weil du Hunger hast. Ich hab gar keinen Hunger. Achso. Hinten ist es. Hallo, liebes Krokodil. Hier bin ich. Hier bin ich. Hallo. Ich hab dem auf den Po geschlagen.
Ein Klaps auf den Po. Ja. Das hätten wir und dann können wir mal. Wo gehen wir mal hin? Erstmal zurück in der Basis. Da können wir erstmal die das Eisenstein abgeben. Das hier unten. Das ist nur Stein. Alles nur Stein. Außer die Fische, die sind kein Stein und die Pflanzen oder Sand. Aber der Rest ist Stein. Ich hoffe, ich habe alles aufgezählt. Ich sehe unsere Hütte. Legen wir erstmal Eisenstein rein und ein bisschen Eisen herstellen. Dann kann ich ja mal schauen, was die Rüstungen alles so kosten. Genau. Das letzte Mal hatte ich ja nur geschafft, den Helm noch herzustellen. Der Rest hat ja noch gefehlt. Den Helm hatte ich ja, glaube ich, dir dann gegeben. Könnte sein, rennen, ja. Rennen. Er ist schon gleich bei 80%. Sehr gut. Das Day ist mit hergestellt und jetzt gehen wir auf die andere Seite. Zum Rüstungsmacher. Denn das hier ist ja die Leichte. Das ist ja wohl, glaube ich, dass sie hier. Das ist leicht mit 6. Das ist 80. Ich habe mir jetzt das hier genommen, würde jetzt aber. Na, du wolltest ja den Helm, glaube ich, irgendwie anders haben, ne? Weil der. Genau, weil aussieht. Der Helm von der mittleren Rüstung einfach besser aussieht. Der ist so ein bisschen schwächer als der andere, aber der sieht mir einfach besser aus, deswegen wollte ich den haben. Aber hier werde ich mir sonst den Barbarenbrustpanzer machen. Weil der Alternative wäre ja das schwere Schulterplatte und da will ich mir einfach nicht. Ich will. Der Bären-Schamanen-Brustpanzer und der hat mich 140. Da werden wir mal anfangen, erstmal das hier unten zu produzieren, die schwere Polsterung. Die brauche ich auf jeden Fall. Die bekommen wir hier mit 40 mal verstärktem Leder. 5 habe ich drin liegen. Ja, da hast du noch zu sammeln. Die bekommen wir verstärktes Leder. Muss du mal beim Gerber gucken. Gerber dabei. Rinde und Tierhaut ist verstärktes Leder. Liegt da schon was drin? Ja, aber keine Rinde. Keine Rinde. Rinde, okay, ja. Aber das ist nicht das Problem. Auf jeden Fall lag auch schon ein bisschen verstärktes Leder drin. Das kann ich natürlich auch dann noch rausnehmen. Dann kann man da nämlich schon mal ein bisschen Stiefpolster herstellen. Ich habe Rinde. Wieder hierher. Jetzt legen wir die Rinde hier rein. Und starten das Ganze. Nehmen das hier schon mal mit und gehen hier rüber. Das legen wir hier rein und jetzt schwere Polster kann ich jetzt nicht herstellen. Benötigt Objekte, verstärktes Leder. Ach, das ist ja nur Leder. Ich brauche verstärktes Leder. Die sehen gleich aus, das war jetzt ein bisschen. Ach so, okay. Aber wie kriege ich da jetzt verstärktes Leder? Kann man in der Gerberei was herstellen? Ich dachte, ich hätte irgendwas gelesen. Weil hier wird der Bus Rinde, Tierhaut. Wird zu was, das ist aber nur Leder. Okay. Hallo, ich will hier raus. Gerbertisch. Kann ich da auch was? Verstärktes Leder. Das hätte gerade Zeit, nochmal nachzuschauen. Genau. Das hier ist eine Werkbank. Werkbank des Zimmermanns. Kann ich mir nicht vorstellen, dass es dort drin ist. Kann ich das direkt hier herstellen? Nee, beim Rüstungsmacher ist es auch nicht drin.
Genau, fürs mittlere Polster habe ich bloß Leder benötigt und hier brauche ich für die Schwere verstärktes Leder. Info. Geschmeidiges Material, das etwas besseren Schutz gewährt. Leder kann steif und schwer zu bearbeiten sein, wenn es nicht korrekt behandelt wurde. Ist das Leder allerdings allzu weich, verliert es seine schützenden Eigenschaften. Leder wehrt zwar die Klauen und Zähne von Tieren ab, aber einen entschlossenen Gegner vermag das Material nicht aufzuhalten. Wird für die Herstellung von Rüstungen auf der Werkbank eines Harnischmachers verwendet. Du brauchst dicke Haut dafür. Ach, ich brauche dicke Haut. Du brauchst kein Tierfell, kein Tierhaut, sondern dicke Haut. Was dicke Haut? Ich glaube Tierenhaut zum Beispiel. Ich weiß es nicht. Ich nehme einfach mal die Reptilienhaut mit. Ich teste das jetzt. Dann nehmen wir das Tierhaut hier raus, legen die Haut hier rein und starten mal. Mal sehen. Er scheint weiterhin. Nashörner oder Elefanten geben dicke Haut. Ja, dann kann ich das Ganze gegen stoppen, weil so viel Leder brauchen wir dann erstmal noch nicht. Also wir stellen erstmal alles auf mittlere Rüstung her. Ja. Dann werde ich mir doch erstmal die. Gehen wir mittlere Polsterung. Okay, dann machen wir erstmal das. Ich brauche wahrscheinlich pro 1, ne? So 1, 2, 3. 4. 4 Stück sind das noch, weil Helm habe ich ja schon. Genau, Helm hast du. Also bräuchte man ja insgesamt, um für alles das herzustellen, 9 Stück, wenn du auch noch deine haben willst. Ich wollte doch meine Rüstung behalten. Okay. Die mittlere wäre noch ein bisschen stärker. Jetzt möchte ich Zwirn herstellen. Machen wir gleich mal 40 Stück so. Damit machen wir ein bisschen Zwirn haben. Falsch. Hier. Wo ist es denn? Da. Da ist es Zwirn. Mittlere. Ich stelle jetzt einfach mal 8 Stück her. Dann legt man die Tierhaut. Aber ist ja egal, ich kann auch die Reptilienhaut lassen, wird ja alles zu Leder. Ja. Aber da werde ich gleich mal noch ein bisschen Rinde sammeln. Und natürlich die Pflanzenfasern gleich wieder. Komm her, du Baum. Gib mir deine Rinde. Fertig. Muss deswegen nicht gleich umfallen. Oh, habt ihr das gehört? Fertig. Statt mal das Spiel. Genau. Statt das mal das Spiel, wenn du drin bist, gib mir Bescheid, weil dann werde ich die Einladung losschicken. Nee, ich möchte nicht den Stein. Hättest du dem doch gleich mitgeben können. Vielleicht hätten sie damit rübergeschoben. Hat er so viel Daten geschoben? Ja, wäre es schneller gegangen. Vermutlich. Ich rolle. Keine Ausdauer mehr, ich rolle nicht. So, das Schieferrücken ist auf jeden Fall ein Stück vorangeschritten. Finde ich sehr gut. Jetzt legen wir hier mal noch was rein. Hier wird das mittlere Polster erstellt und da werden wir jetzt hier das. Das kann ich nicht, weil Eisen fehlt. Ist vielleicht auch schon fertig. Genau, Eisen ist auch schon abgeschlossen. Das nehmen wir mal mit und legen es hier rüber. Ah, okay. Es wird. Häng dich nicht auf. Nehmen wir das. Das sind die Barbarenstiefel. Ich will die Bärenschamanenstiefel. Das. Und die Bärenschamanenhandschuhe. Ach, da reicht's dann nicht. Ich will wieder Eisen. Aber gut, aber Handschuhe so, ist jetzt. So, jetzt bin ich im Spiel. Es ist im Spiel. Gut, da können lad wir. Lad mich ein. Los, lad mich ein. So, Einladung ist raus. Einladung ist angenommen. Gleich ist sie da, gleich ist sie da, gleich geht die Action los. 1, 2, 3. Handschuhe konnte ich jetzt nicht herstellen.
Willst du Eisen? Und dann werden tiefe Steinnasen gejagt. Aber ich habe jetzt schon mal eine mittlere Rüstung angelegt. So, schon mal ein paar Attribute eigentlich. So, Stärke, Beweglichkeit, Vitalität, Kompetenz. Ich habe einen Punkt auf Vitalität gesetzt und der Rest erstmal. So, du bist in der Hütte? Ja, jetzt war ich da. Jetzt bin ich da. Hallo. Hallo. So, du kannst ja mal anprobieren, wie die Klamotten aussehen. Alles nehmen, aber unbedingt, dass ich mich umziehe. Ja, direkt hier vor mir. Habe ich die Taste gedrückt? Bei offener Tür. Oh, nee. Machst du die Tür zu? Warum sehe ich so komisch aus? Bei mir hat sich noch gar nichts geändert. Ah, jetzt. Jetzt fängt's an. Nee, jetzt, das Bild war gerade ganz komisch. Ach so. Ja. Volle Rüstung. Ja. Ich weiß nicht, gefällt dir nicht, ne? Das andere sah schön aus. Ist aber beides auch vom Schaden her gleich, weil beides ist eine leichte Rüstung. Also ist da völlig egal, was du anziehst. Sie wird sich umziehen. Ich stehe draußen und guck zu. Ich leg's aber erstmal in die Kiste. Aber Kapuze lässt du auf, ne? Ja. Was auch sonst. Treff den, nee. Bist du? Ich bin hier draußen bei so einem Schieferrücken. Ups, keine Ausdauer mehr. Neue Reise freigeschaltet. Kartograf, okay. Mhm. Neue Attribute bekommen. Weiter Vitalität, Beweglichkeit oder Stärke. Also ich weiß auch nicht genau, ob diese Axt jetzt auf Stärke oder auf Beweglichkeit geht. Ich brauche 16 Eisenbarren, damit ich meine Dingsbumses hier reparieren kann. Das ist deine Waffe. Hm. Dann sollten wir tunlichst Eisenbarren sparen. Mal sehen, hier liegt noch mal was drin. 6. Okay, wir müssen immer Eisenbarren da haben. Ja, ich habe ja zur Not noch die anderen im Inventar. Aber dann sollten wir jetzt noch... Oh, guck mal, hier ist was gewachsen. Sache. Es wächst und gedeiht. So, Eisenstein. Oder wollen wir schiefe Nasenrücken. Steinnasen. Schiefe Steinnasenrücken. Unten gibt's auch Fisch, aber ist egal. Ja, aber den Fisch lassen wir jetzt. Ich bin fast voll, fällt mir gerade auf. Ich entlade erstmal noch. Weil ich gehe los und da ist links oben die Anzeige schon auf gelb. Das ist, denke ich mal, ungünstig. Stein. Ich hab doch erst nochmal runtertauchen. Stein kann ich ja hier reinlegen in den Ofen. Ne? Kann ich auch das Holz mit reinschieben? Ganz schön viel drinnen da. So keine Insekten mehr. Was ist jetzt erstmal egal? Wir wollen. Ich kann Insekten mitbringen, ich bin doch eh. Nein, hier. Ist egal jetzt. Okay. Wir wollen doch schiefe Steinnasen haben. Ja, wir sollen nicht vom Ziel abkommen, ne? Ja, lass uns sowieso mal viel zu schnell ablenken. Irgendwie, ja, kommt das durchaus zum Tragen. Es gibt keinen Platz. Der macht doch halt noch eine Kiste. Kein Material. Kann man auch das Menschenfleisch trocknen? Probierst du einfach auf. Ich hab's jetzt aufgehangen. Schiefe Rücken, Schlüpflingpanzer. Die Stoßzähne kannst du mit in den Mahlstein packen. Okay. Nee, nicht hier. Nichts kaputt machen. Ich will nur raus. Ja, kaputt wäre jetzt nicht so toll. Legen wir das hier rein, das unten rein, Samen. Der Bluetooth-Samen kann ich leider noch nicht wachsen lassen, weil man dafür ganz speziellen Dünger braucht. Hier haben wir noch Samen, Aloe haben wir auch. Schiefe Rücken, Schlüpfling, ist egal. Den legen wir erstmal hier rein und dann legen wir noch die Reißzähne woanders hin. Genau, die kannst du draußen mit hinlegen. Da kommst du rein, machst die Tür zu. Und jetzt hier, Reißzahn.
Jetzt bin ich im grünen Bereich. Ich habe noch Leder. Die Haut, das lege ich noch zur Seite. Könnt ihr ja gleich vorne reinkrachen. So. Achso, hier war es mit den Wachen, genau. Kommst du? Hier zu? Dann hat die Tür zugemacht. Das ist gut. Ich bin satt. Dann los geht die wilde Fahrt. Platsch! Weißt du noch, wie man da hinkommt? Nö. Gut. Das fragst du mich mit meiner Orientierung? Hätte ja sein können, dass du das gemerkt hast. Wahrscheinlich lande ich wieder bei den Spinnen. Ich sollte nicht zu viel unterwegs einsammeln, sonst bin ich gleich wieder voll. Erstmal gehen wir noch auf die andere Seite. Wir schwimmen auf die andere Seite. Ja, wir Korinthen kacken uns auf die andere Seite. Ich zähle Erbsen. Was ich auch ja keine esse. Mag keine Sie Erbsen. Ist wieder da. Ich hab's gesagt. Oder geschrieben. Und ihr habt's vermisst, ne? Man kann mich vermissen? Manche können das. Ich weiß aber nicht wer. So, jetzt kommen wir mal die Karte ein bisschen ran. Ich glaube... Wer bin ich? Hallo? Hallo? Die waren irgendwo in das... Im Bereich 5, G5. Ich bin doch kein Bingo. Doch, jetzt fangen wir an. G5. Schiffe, was hängt? Da stehst du direkt vor mir. Ich geh aus der Karte raus und stehst du vor mir. Boah! Klassischer Fall von WTF. Ja. Nimm mal Eisenstein mit. Ich glaube, drüben ist auch was. Das hol ich auch noch. Das ist eine Hyäne, die dort sitzt. Ein Stück weiter links von mir, ne? Ja, genau. Das sind die, die hier immer liegen. Das Gefühl. Auch die Hyänen sind immer wieder hier. Gut. Auf zu den Hyänen. Erledigt. Oh, das sind noch zwei Hyänen. Und Eisenstein dahinter. Gebt uns unser Eisenstein! So, haben sie sich hingelegt. Gut, du nimmst Eisenstein. Dann geh ich schon mal weiter. Links ist ein Krokodil. Um das müssen wir uns ja theoretisch gar nicht kümmern, ne? Wenn wir es nicht unbedingt wollen. Dann gehen wir nämlich hier lang. Handtasche habe ich jetzt, brauche ich nicht. Genau, du bist dort, gut. Hier vorne sitzt nochmal hier hinterm Stein, falls du den nicht siehst. Doch, da hatte ich schon eine sitzen sehen. Du hast einen sitzen? Oh, sogar kleine. Die bleiben aber, also die lassen wir wegrennen. Ja. Sehr schön. Die eine genau, rennt ins Wasser. Weg. Hier ist nur Eisenstein. Ich habe auch keine aus Versehen aufgenommen, gut. Ich glaube, das würdest du sofort links oben sehen. Da flog ein Stein. Wir haben uns mit Steinen beworfen. Keine Ahnung, da war was. Ich weiß nicht, ob das von deinem Abbauen war. Das kann sein. Ich war da sehr energisch. Ich glaube jetzt hier hoch. Ja, in die Richtung gehen wir jetzt. Richtung Spinnen müssen wir ja trotzdem. Wir wollen ja auch dort in der Richtung. Ja, die sind so ekelhaft. Genau, hier sind wir auch dran vorbeigekommen. Da drüben ist nämlich dieses große Krokodil mit den drei Totenköpfen. Und da haben wir doch das Babykrokodil eingesammelt. Genau, ja. Das haben wir auf dem Rückweg geholt. Wir sind, denke ich mal, auf einem guten Weg. Und wann machen wir das Krokodil mit den drei Totenköpfen? Also da würde ich schon gerne erst die schwere Rüstung haben. Denk ja, ich. Dass du noch eingeschränkt bist und dich nicht bewegen kannst. Am Ende regnet es noch und das Ding fängt an zu rosten und zu quietschen. Na doll. Ja, damit der Angst kriegt und... Ach, egal. Irgendwas war hier. Ach, da, das Krokodil. Kam plötzlich ein Krokodil an. Ich glaube, da ganz drüben ist Eisenstein, oder? Ganz drüben an der Wand? Welches ganz drüben? Da, und die. Ganz drüben. Ja, stimmt.
Weil, da wir Eisen brauchen, sollten wir, denke ich mal. Ja, dann nimm's doch. Mitnehmen. Ja, ich gucke ja noch ringsrum, ob nicht da noch irgendwas anderes ringsrum ist. Ist viel ringsrum. Eisenstein wird mir nicht so gefährlich. Normalerweise. Gehe ich davon aus. Weißt du nicht, du. Das stimmt, das weiß ich nicht, du. Nicht, dass es dich dann immer so nach Norden zieht mit dem vielen Eisen. Genau. Jetzt gehen wir wieder zur Axt. Ein Stück hier hoch und dann schauen wir mal, was hier so ist. Zuflucht. Eine Hochebene. Hirsch. Ach, Hirsch. Das ist der böse Hirsch. Der aggressive, voll der Aggro-Hirsch. Dann gehen wir einfach weiter hoch. Diesmal klettern wir nicht, diesmal laufen wir den Weg. Das letzte Mal sind wir dorthin geklettert. Weil wir eigentlich woanders hin wollten und dort dann doch nicht hingekommen sind. Und dann machen uns die Steinnasen kalt. Ne? Dann ist das so. Wir haben jetzt nicht viel im Inventar. Das stimmt, außer die ganzen Waffen. Unsere Waffen und sowas, das müssen wir dann halt wiederholen. Aber wir können ja, gut, wir könnten jetzt schon nackig dahin gehen, aber... Ja, dann machen sie das recht kalt, vermute ich. So, ich dachte hier, von hier rechts sind wir gekommen. Ja, ich sehe was. Mit grünen Augen. Oh, hat mich schon gesehen. Oh. So war das nicht geplant. Aber ich häng am Stein fest. Der lässt sich aber leicht durch die Gegend stürzen. Aber denk an deine Ausdauer. Gut, den hätten wir. Ist das noch einer? Der Axt am besten mal zerlegen, denke ich, oder? Hast du die Axt mit? Meinst du das hier? Ich meinte die... Richter Axt? Zerlegehaxt, die Hackbeil-Ding. Hackbeil? Weil die habe ich ja nicht mit. Steinnasenkopf. Oh, kann ich eine Trophäe machen wieder? Anscheinend. Hab so einen Kopf. Eine Zutat. Und mal gucken. Da hinten ist noch so eine Steinnase. Hat mich schon gesehen. Na du. Oder dich gesehen, ja gesagt. So, und jetzt mal, darf ich mal? Ja. Ich will mal das Messer nehmen, mal sehen. Gut, nimmst du das Messer? Sonst hätte ich das Messer jetzt genommen. Du Kohle. Musst schon da hingehen. Du gräbst bei mir im Sand. Bei mir war er hier. Ach so, bei mir war er hier vorne. Ich habe einmal Kohle gekriegt. Boah, da hätte ich ausgezahlt. Ja. Das war sie nun, diese Folge. Kaum die ersten Erfahrungen mit dem Bogen gemacht, geht's direkt zu einem Bogenschützen-Duell. Habt ihr gesehen, was draus geworden ist. Und um weiteren Eisenstein zu bekommen, haben wir uns sogar mit Steinnasen angelegt. Wir haben gedacht, die sind etwas stärker, weil die sehen so massiv aus. Aber gut, das lief alles sehr gut. Und dann sehen wir uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin mögen die Hörner stets nach oben ragen.